Hallo meine Lieben, endlich ist es soweit. Ich habe endlich mal die Zeit gefunden, euch meine Installation fürs Daheimladen zu zeigen und da dann auch ein paar Infos dazu zu machen, wie das Ganze denn ja, mit der Firmenwagenabrechnung dann so funktioniert und aussieht und worauf man da achten muss. Kleinen Moment, wir sehen uns gleich in der Garage wieder. So, das Ganze ist realisiert mit einer Wallbox von NewMotion. Das ist die Home Plus hieß sie, glaube ich, damals, oder Home Advanced hieß sie, ist somit dafür vorgesehen, dass man auch halb öffentlich oder öffentlich damit laden könnt. Ihr seht hier oben da die Indikation für die Ladekarten. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel mit EMBW freischalten, mit Ladenetz freischalten, mit NewMotion freischalten, Charge Now. Wird auch diese Ladesäule, wenn ihr sie öffentlich schaltet, mit in den Navis eurer Fahrzeuge angezeigt. So, das Ganze, da gleich etwas mehr zu, ist ein ungefähr 70 cm hoher Kasten, 20 cm breit. Und ich habe mich dafür entschieden, mit einem festen Kabel, das sind 7 Meter, die da dran hängen, das Ganze zu machen. So habe ich auch die Möglichkeit, das machen wir jetzt nämlich mal, direkt zum Auto zu gehen. Wir müssen gar nicht immer in der Garage parken. Machen die Ladeklappe auf. Den Pinökel raus. Und schieben hier das Ladekabel drauf. Jetzt habt ihr gerade mich gesehen, aber auch nicht schlimm. So, und dann lädt das Ganze auch von außen. So, jetzt seht ihr hier oben auch, dass die gelbe Leuchte, ich gehe da mal so ein bisschen rum, jetzt hier gelb ist, halte ich oder würde ich jetzt oben eine Ladekarte vorhalten, springt er erst auf grün und autorisiert. Und wenn er anfängt zu laden, wird das dann blau oder wenn er die Ladung verweigert und das nicht funktioniert, springt er auf rot. Das Ganze ist auch hier an der Seite nochmal erklärt, was das bedeutet. Karte vorhalten bei gelb, blau heißt er lädt, grün heißt er ist voll und rot heißt er hat eine Störung. Ihr seht hier auch den QR-Code, den ihr scannen könnt von euren Apps, um freizuschalten. Also das alles funktioniert auch bei mir in der Garage. So, wenn also falls jemand vorbeikommen sollte, sich das angucken wollte und hier laden wollte, der könnte hier ohne Probleme laden. Was haben wir jetzt bei der Hausbau beachtet? Wir haben einfach ein Starkstromkabel an diese Box hier legen lassen, dass das auch ein dreiphasiges Laden möglich ist. Die Säule ist angemeldet, so dass sie mit 22 kW laden kann. Und ihr seht noch, jetzt müssen wir nochmal runtergehen, hier noch ein zweites Kabel wieder weggehen. Das heißt, da ist dann auch der Whirlpool von uns mit eingeschlossen worden. Es funktioniert ohne Probleme. Das Einzige, was wir machen mussten, ist, dass hier die Hausabsicherung erhöht wird. Und das muss einmal angemeldet werden bei eurem Versorger oder also dem Grundtarifversorger und das hat nicht eine Woche gedauert, dann durfte unser Elektriker auch die Sicherung erhöhen. So, weiter geht's aus dem Auto. So, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie rechnet man das Ganze ab? Ihr wisst alle, wenn ihr einen Firmenwagen habt, dann habt ihr damals, als ich es im Januar 2019 gemacht habe oder den Wagen bekommen habe, die Möglichkeit 0,5% des Bruttolistenpreises zu versteuern. Das heißt, das Fahrzeug wird schon extrem günstig für euch in der monatlichen Belastung. Ihr wollt aber oder ihr braucht eine Lösung, um den Wagen zu Hause auch vernünftig zu laden. Also in der Anfangszeit habe ich gedacht, das reicht mir öffentlich zu laden, nehme eine normale Ladekarte und rechne das dann dementsprechend ab. Bin, wie ich auch schon in den News gesagt habe, häufig zu Aldi gefahren. So, dann ist das Gimbal gerade runtergefahren. Ich hoffe, ihr seid nicht taub gewesen und ich konnte es vernünftig ausschneiden. Aber, also wovon ich reden wollte ist, bin dann wie gesagt an die öffentlichen Säulen gefahren und habe dort geladen. Habe den Hund mitgenommen und bin dann eine Dreiviertelstunde mit dem Gassi gegangen. Und wenn ich wiedergekommen bin, war das Auto voll. Das war insbesondere nicht schön im Winter, als es kalt war und man diese Dreiviertelstunde auch wirklich gehen musste und vielleicht auch mal der Hund nicht so lange Bock hatte. Und darum war auch schon in der Planungsphase mein Ansatz, eine Lösung für zu Hause zu finden, wie ich da laden kann. Und habe dann bei verschiedensten Anbietern nachgefragt, um eine Säule zu haben, mit der ich zu Hause abrechnen kann. Und wo ich für die Abrechnung nicht unendlich viel Geld zahle und bin da
auf die Lösung von New Motion oder heute Shell New Motion gestoßen für diese Abrechnung, also dass die Säule draußen steht und genutzt werden kann, zahle ich 4,76 Euro im Monat und dann werden die Ladevorgänge entsprechend abgerechnet mit den Ladesäulenanbietern oder den Kartenanbietern und ihr stellt selbst in dieser Übersicht in dem Dashboard dementsprechend ein, was euer Stromtarif ist und bekommt dann die Kilowattstunde vergütet, ja, je nachdem, was ihr da drin eingestellt habt. Also sagen wir mal einfach mal, ihr habt da 29 Cent eingetragen, es lädt jemand mit einer EMBW-Karte, dann bekommt ihr die 29 Cent direkt von New Motion gutgeschrieben für die Kilowattstunde, die da abgezogen ist. Und derjenige, der hier geladen hat, der zahlt einfach nur an die EMBW, an den Säulenbetreiber oder den Kartenbetreiber seiner Wahl und das war's. So, und dann hieß es oder heißt es ja immer, wie viele Karten braucht man denn eigentlich, um so unterwegs zu sein? Bei mir sind es ehrlicherweise zwei. Ich habe einmal die Tankkarte von den Stadtwerken Düsseldorf, dazu gleich mehr, und neuerdings die Maingau-Karte ersetzt durch die ENBW-Ladekarte in dem ADAC-Tarif. Da hat mir mein Vater den Zugriff drauf gegeben. Und das sind meine zwei Ladekarten, die ich brauche. Und zusätzlich habe ich noch die Emotion-App, falls ich irgendwo sein sollte, wo keine der beiden Karten zum Freischalten funktioniert. So. Wie funktioniert das jetzt also mit dieser Ladekarte, die ich hier von, ich mache mal eben das Fenster zu und werde wahrscheinlich ersticken. Kleiner Moment, jetzt kommen ein paar Töne und es wird laut hier mal eben, dass es hochfährt. So, dann mache ich das Ding wieder aus, denn die Kinder schreien hier draußen gerade extrem. Also, diese Tankkarte von den Stadtwerken Düsseldorf, da bin ich drauf gekommen, weil die natürlich auch der Grundversorger bei uns in der Firma in Düsseldorf sind und die natürlich dort vorgesprochen haben, als ich mich um Elektrofahrzeuge informiert habe, wie das Laden funktioniert und wie ich auch ein verbrauchsgerechtes und eine eichrechtskonforme Abrechnung mache, denn ich wollte nicht diese Pauschallösung 25 Euro für Plug-in-Hybride pauschal im Monat Stromgeld oder 50 Euro für vollelektrische Fahrzeuge haben, weil das würde in meinem Fall nicht reichen. Also habe ich nach anderen Lösungen geguckt, um trotzdem dem Unternehmen das so günstig wie möglich zu machen. Und dann gibt es oder gab es auch in der Vergangenheit schon diese Ladekarten von den Stadtwerken. Viele Stadtwerke haben das angeboten. Da haben die teilweise 7,50 Euro oder 15 Euro im Monat gekostet. Und ihr konntet überall bei denen an den Ladesäulen laden. Aber da war auch immer das Zusatz bei an dem Ladenetzkarten. Und das wurde natürlich in vielen Fällen so ein bisschen missbraucht. Und da haben teilweise Leute dann für 7,50 Euro oder 7 Euro, was auch immer, im Monat nur an Ladenetzsäulen geladen. Und natürlich die Zeche geprellt so ein bisschen. Bei den Stadtwerken Düsseldorf ist es so, ihr könnt zwischen zwei Tarifen wählen. Einem Ad-Hoc-Ladetarif. Da gibt es, glaube ich, auch noch, wenn ihr dort mit der Stromversorgung seid, einen speziellen Tarif. Oder ich habe mich für das Monatsabo entschieden. Das kostet mich 35 Euro im Monat. Und kann dann, genauso wie ich das gerade erklärt habe, an allen Ladesäulen des Ladenetzes deutschlandweit kostenlos laden. Fast. Denn dort ist es so, dass Ladenetzsäulen oder Säulen, die im Ladenetz verbunden sind, die als sogenannte Roaming-Ladesäulen gelten, also die eben nicht von den Stadtwerken Düsseldorf sind, da würdet ihr für die AC-Ladung zusätzlich 2 Euro zahlen. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu meiner Säule. Wie funktioniert das hier? Ich zahle genau 35 Euro im Monat Grundgebühr plus, und da lade ich zwischen 12 und 15 Mal im Monat das Fahrzeug voll, plus also nochmal 30 Euro zusätzlich, also 15 mal 2 Euro, dann bin ich bei 65 Euro im Monat maximal, die ich zu zahlen habe für meinen kompletten Ladebedarf und das kriege ich von meiner Firma gut geschrieben und die Stromkosten dementsprechend der Ladesäulenbetreiber, also ich ebenfalls auch, weil den Strom muss ich ja auch an meinen Stromversorger dementsprechend entrichten. Also, das heißt also, liebe Ionity, liebes Ionity Management, auch Firmenkundenfahrer oder Firmenwagenfahrer, fahren nicht zu Ionity und laden dort für 79 Cent die
Kilowattstunde, sondern die gucken auch, dass es dem Unternehmen gut geht und eben nicht Geld zum Fenster rausgeschmissen wird. Und von daher, diese Karte hat mir da extrem weitergeholfen. Und sollte das eines Tages mal nicht mehr funktionieren, weil wir sehen das ja auch, dass gerade am Markt so ein bisschen die Preise angezogen werden, diese Flatrates mehr und mehr verschwinden oder eben in etwas faire Modelle, wie das jetzt von der Stadtwerken Düsseldorf entsteht, mit der Tankkarte, dass die Tankkarte heißt, finde ich schon geil. Dann würde es aber, wie gesagt, auch ganz einfach mit meiner EMBW-Karte funktionieren. Dann sind es nämlich genau die 29 Cent pro Kilowattstunde, die ich zu zahlen habe, die ich auch wieder vergütet bekomme. Ist sicherlich immer noch ein faires Geschäft, auch für Firmen, Kundenbetreiber. Und das Allerwichtigste, beide Karten werden über Kreditkarte abgerechnet. Das heißt, ihr kriegt einmal im Monat eine Kreditkartenrechnung, fast gleich auch da nochmal mehr zu, also zumindest bei der EMBW-Karte. Und müsst nicht jeden einzelnen Beleg oder von eurem Girokonto den Beleg raussuchen und den Rest rausschwärzen oder Computerscreenshots machen oder. Also Zusatzarbeit minimieren. Und bei der Tankkarte ist es so, in dem Abo, das wird alle 3 Monate abgerechnet. Das heißt also, das ist 65 Euro im Monat sein, mal 3, kriegt ihr dann eine Rechnung für 180, 190, 195, 200 Euro, je nachdem, wie häufig ihr wirklich geladen habt. Und das war's. Das reicht ihr dann zum Beispiel ein und damit ist das Thema erledigt. Zum Kosten der Ladesäule nochmal. Die habe ich privat mir besorgt, weil ich auch meine eigenen Fahrzeuge oder weitere Fahrzeuge dort laden möchte. Die war zu dem Zeitpunkt, als ich sie bestellt habe, nicht so günstig, wie es vielleicht heute Wallboxen gibt, mit denen man so eine Abrechnung realisieren kann. Die hat nämlich damals 1195, 1198 Euro, schlag mich da bitte nicht für, gekostet. Es gibt definitiv jetzt schon Säulen, die etwas günstiger sind. Gerade die ID-Charger, die ja eines Tages kommen werden, da legt ihr jetzt, glaube ich, gerade bei 699 oder 799 Euro, die dann dementsprechend das Gleiche anbieten könnten. In welchem Ladenetzen die dann sind oder welche Verbünde da drin sind, das müssen wir dann gucken, wenn das soweit ist. Das könnte aber zum Beispiel für mich dann interessant sein, für die zweite Säule, für die zweite Garage dort noch so eine Lösung hinzupacken oder dann zu sagen, das wird immer privat geladen, da kommt die günstigste ID-Charge rein, weil ich da kein Know-how brauche. So, was kann die Karte denn oder die Box noch zusätzlich? Und warum kostete sie damals 1200 Euro oder ist auch heute noch relativ teuer? Da ist ein UMTS oder LTE SIM-Karte mit drin und die sendet dementsprechend auch wirklich die Verbräuche kontinuierlich dann an das Dashboard hin. Also die ist mit dem Mutterschiff von NewMotion verbunden und schickt dementsprechend die Themen dorthin. Ihr könnt ganz normal auch, was ich ja vorhin gesagt habe, mit der NewMotion App das Ganze freischalten und ich kann im Backend, wo ich mich anmelde für diese Säule, dementsprechend auch die Säule remote runterfahren, Firmware-Updates starten und so weiter und so fort und muss nicht extra ein Ethernet, also ein LAN-Kabel oder eine WLAN-Verbindung mit der Säule herstellen, weil da war ich mir nicht sicher, ob das hier in der Garage noch in vernünftiger Güte funktionieren wird. So, jetzt haben wir fast 10 Minuten über das Laden zu Hause gesprochen. Ihr habt gesehen, dass man dabei auch noch einiges an Geld sparen kann. Man muss sicherlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um diese Ladeinfrastruktur zu haben. Vielleicht unterstützt euer Unternehmen euch auch dabei, diese Hardware zu besorgen. Ansonsten gibt es aber auch Firmen, die das sozusagen als Fully Managed Service anbieten. Also wo ihr hingeht, sagt, ich möchte ein Tesla Model 3 zum Beispiel haben als Firmenwagen, dann gucken die sich erstmal bei euch zu Hause die Infrastruktur an und nennen eurer Firma ein Gesamtpaket und dann ist auch zum Beispiel in dem Leasing die Ladeinfrastruktur, also die Wallbox mit inklusive. Und wenn ihr dann das Fahrzeug zurückgibt, die Leasingdauer um ist und ihr euch dann aus welchen Gründen auch immer gegen ein weiteres Elektrofahrzeug entscheiden solltet, dann könnt ihr entweder die Wallbox käuflich erwerben oder gebt diese dann dementsprechend wieder zurück. So, das soll es gewesen sein. Schaut gerne auch bei den anderen Videos bei mir mal vorbei und ansonsten wisst ihr ja, jeden Sonntag 10:30 Uhr das Evinius-Frühstück, die Evinius der vergangenen Woche.
bei einem gemütlichen Café in ganz entspannter Atmosphäre und vor allen Dingen ganz wichtig mit eurem Input, der über den Live-Chat. Und ich freue mich schon morgen wieder auf eine rege Beteiligung von euch. Und solltet ihr das später sehen als den Samstag, wo ich es hochlade, dann natürlich auf dem Kanal gucken und an einem der nächsten Sonntage einfach mal reinschauen. Lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, das hilft dem Kanal und dem Algorithmus, denn so werden meine Videos häufiger hochgehoben bei YouTube. Oder wenn euch das ganz besonders gefällt und ihr nicht das Ganze verpassen wollt, was hier passiert, dann lasst auch gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen. Bis dahin sage ich ciao, euer André von Fair. Bye bye.